Hallo zusammen. In diesem Video möchte ich euch ein paar Anregungen zur Trainingsorganisation geben. Wir haben ja das Ziel in unserem Training, die Trainingszeit effektiv, effizient zu nutzen. Das heißt, wir wollen, dass die Kinder viele Ballkontakte haben, dass sie wenig Standzeiten haben. Wie können wir das fördern? Hier gibt es die Möglichkeit, ich baue etwas öfters auf. Also ich baue zum Beispiel dieses 2 gegen 1 nicht nur einmal auf, sodass 3 Kinder warten müssen und den 3 Kindern zuschauen, während die das machen, sondern ich baue das einfach einmal hier und einmal hier auf. Ja, dann habe ich es 2-mal aufgebaut, dann ist jeder immer sofort dran. Da fällt mir auch auf, dass vieles oftmals schon aufgebaut ist auf dem Platz, also zum Beispiel so ein Fußball-3-Feld mit auf beiden Seiten den beiden Toren, aber dann nicht benutzt wird. Also ruhig das Aufgebaute auch nutzen und dann kann man einmal nach rechts 2 gegen 1 spielen und einmal nach links 2 gegen 1 spielen. Hier jetzt nicht dargestellt. Man kann die ganze Sache auch durch einen Rundlauf ermöglichen, dann sind die Kinder auch immer beschäftigt und die Wege zurück zum Startpunkt sind nicht so weit. Auch das fördert mehr Ballkontakte und eine höhere Effizienz in der Trainingsorganisation. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass wenn ich sage, ich lasse Kinder wieder zurücklaufen zum Ausgangspunkt, dann gibt es dort Zusatzaufgaben, zum Beispiel ein Slalom, den sie auf dem Rückweg durchlaufen müssen. So sind sie immer in irgendwelchen Spiel- und Übungsformen drin und erarbeiten sich dadurch viele Ballkontakte und haben wenig Standzeit. Weiterhin kann ich in meiner Trainingsorganisation auch von Anfang an berücksichtigen, welchen Schwerpunkt ich habe. Habe ich zum Beispiel das Ziel Spielaufbau, das heißt von hinten einen Ball herauszuspielen, dann kann ich natürlich auch in meiner Organisationsform das gleich mit einbauen, dass das öfters passiert. Gehen wir davon aus, die 3 spielen sich den Ball zu und durch was auch immer geht der Ball ins Aus. Das heißt, Rot hat den Ball ins Aus gespielt. Gelb dürfte jetzt hier weitermachen, es müsste jemand den Ball hinterherrennen und dann würde man hier weiterspielen, würde aber dem Ziel Spielaufbau nicht weiterhelfen. Deshalb, wenn der Ball von Rot hier ins Aus gespielt wird, spielt Gelb einfach bei sich weiter und holt sich den Ball aus dem Balldepot und spielt von sich aus weiter und hat damit gleich wieder einen Spielaufbau. Also mein Trainingsziel Spielaufbau kommt hier viel öfters vor, als wie wenn ich nur mit einem Ball spielen lassen würde und der Ball öfters im Aus ist und dann habe ich den Spielaufbau immer nur nach einem Tor oder wenn es einen Abstoß geben würde. Also so fördere ich zum Beispiel durch meine Organisation, durch meinen Aufbau, die Wiederholungszahl dieses Spielaufbaus. Das war gerade der Spielaufbau. Deswegen waren die Bälle an der Grundlinie. Hier in diesem Beispiel möchte ich was anderes einbauen. Die Kinder spielen wieder mit dem Ball. Sollte der Ball wiederum ins Tor aus oder ins Seiten ausgehen, in dem Fall hat Rot rausgespielt, darf Gelb den Ball von der Mittellinie aus weiterspielen. Wenn ich den Ball von der Mittellinie aus weiterspielen darf, hat es den Vorteil, die Kinder können sich entscheiden, ob sie den Ball nach vorne ins Spiel bringen oder ob sie den Ball nach hinten ins Spiel bringen. Also sie haben jetzt 2 oder mehrere Spielrichtungen. Sie können auch hier auf der Waagrechten den Ball rüberspielen. Also sie haben mehrere Möglichkeiten, das Spiel fortzusetzen. Auch hier wieder durch die Bälle, die an der Mittellinie liegen. Ich muss
umschalten, wenn ein Balance ausgeht. Ich habe keine Pause, also habe ich mehr Nettospielzeit. Das ist eine weitere Möglichkeit, mehr Ballkontakte und mehr Spielzeit innerhalb des Trainings zu haben. Eine andere Variation beim Fußball 3 ist, ich kann an der Schusslinie, an den Eckfahnen, auch an der Mittellinie, das habe ich jetzt hier nicht gemacht, einen Ball hinlegen. Die Kinder spielen wieder 3 gegen 3. Ja, und wenn der Ball ins Aus geht, warum auch immer, dann kann man sagen, okay, jetzt wird mit dem Ball weitergespielt, der am nächsten von dem ausgehenden Ball ist. Das heißt, dieser Spieler könnte hingehen und könnte jetzt diesen nächsten Ball ins Spiel bringen und mit diesem Ball weiterspielen. Wenn alle Bälle verspielt sind, dann muss ich sie natürlich wiederholen und dann haben die Kinder eine kleine Pause. Das wäre eine Möglichkeit, um dieses Spiel zu machen. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn der Ball ins Aus geht, muss der Spieler, der den Ball ins Aus gespielt hat, dem Ball hinterhergehen und muss diesen Ball holen und dorthin legen, wo die Nächsten das Spiel fortgesetzt haben. Nämlich an diese Stelle, während dieser Zeit, wo dieser Spieler den Ball holt und hier hinlegt, habe ich natürlich hier auf dem Spielfeld ein 3 gegen 2, das die Gelben für sich, wenn sie schnell spielen, nutzen könnten, um ein Tor zu erzielen. Sobald der Ball liegt, darf dieser Spieler wieder rein und ich habe dann wieder ein 3 gegen 3. Das heißt, wie hier unten, ich habe ein Überzahlspiel. Ich kann natürlich auch sagen, wenn der Ball ins Aus geht, er geht hier ins Aus, ihr könnt jetzt mit irgendeinem Ball weiterspielen, also Rot hat den Ball hier ins Aus, dann kann Gelb mit irgendeinem Ball weiterspielen und wenn er schnell schaltet, kann er auch hierher gehen und mit diesem Ball weiterspielen und versuchen, hier schnell ein Tor zu machen. Auch da habe ich dann wieder Umschaltmomente und ich habe immer Bewegung auf dem Spielfeld. Und die Pausen halten sich in Grenzen, weil der Ball immer in Spielnähe ist, beziehungsweise auf dem Spielfeld ist und keiner den Ball holen muss und das zu einer Spielunterbrechung führt. Wenn er den Ball holt, ist es ein Über-Unterzahlspiel zum Beispiel. Ich hoffe, ich konnte euch auch hiermit wieder einige Anregungen liefern. Hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.